So, hallo, willkommen. Wir sind wieder mal im Dragon's Dogma-Universum, wo wir noch so einiges zu tun haben. Wir brauchen zum Beispiel noch unbedingt einen Lazarusstein, weil NPCs gestorben sind. Aber vor allem gehe ich jetzt mal, wo ist er denn? Da hinten, genau, zum Riftstone. Denn wir werden das Rift betreten. Denn wir holen uns jetzt mal wieder einen neuen Begleiter. Wir geben jetzt mal die 1600 Rift-Kristalle, die wir haben, aus, um uns einen sehr hochleveligen Begleiter mitzunehmen. Und leider, lieber Myrtomark, musst du jetzt gehen. Is everything in order, Master? Ich gebe dir noch was mit auf dem Weg. Was Tolles. Vielleicht wirklich was Tolles. Vielleicht wirklich was, das nicht so häufig ist. Vielleicht was, wo sich der andere Spieler wirklich freut. Die Frage ist nur, spielt es noch irgendjemand außer mir auf dem PC? Für die PS4 kommt er jetzt, oder ist es ja erst seit kurzem draußen, besser gesagt. Da glaube ich durchaus, aber jedes System hat ja seine eigenen Server, was echt nervig ist. Es ist sogar so, ohne Witz jetzt, dass die Good Old Games und die Steam-Version getrennte Server haben. Ich verarsche euch nicht. Ist das mal bescheuert? Habt ihr schon mal so etwas Bescheuertes gehört? Ich nicht. Naja, doch, ich habe schon viel Bescheuertes gehört. Leider habe ich schon sehr viel Bescheuertes gehört. Hier, einen kleinen Fisch. Du warst perfekt natürlich. Und das Aussehen ist bezaubernd. Du hast eine bezaubernde Ausstrahlung. Tschüss. So. Ah, Ruby Rose. An was du nochmal gestorben bist, ich weiß es nicht. Da stehen sie, unsere bisher ausgeliehenen. Warte mal, bist du die letztens dieses Kleid anhatte und jetzt bist du auch Stufe 34? Mydra? Kann das sein? Nein, die ist nur zufällig hier. Ich verstehe. So, ich weiß schon. Hör doch auf, Mensch. Suchen. Nach Stufen suchen. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir 1600, na zumindest 38. Ist, glaube ich, auf dem gleichen Level wie unser anderer Begleiter hier gerade. Erzmagier ist cool. Könnten wir mitnehmen. Holen wir mal noch einen zweiten Erzmagier. Dicken haben wir. Fernkämpfer wäre eigentlich schon auch das Nützlichste. Schauen wir mal, was wir jetzt so haben. Dich brauchen wir nicht. Tschüss. Ciao. Bis bald. Ah ja, da kommen sie schon. Der Karl. Karl ist schon mal ziemlich cool. Karl der Coole. Yes, Arisen. Karl, du bist gewaltig. Was kannst du denn zaubermäßig so? Kamin des Grauens, Beben, Mahlstrom. Au, das sind schon die schönen Zauber, die der da hat. Die wird er nie benutzen, weil das machen die Pawns leider nicht besonders gut. Aber es wären schon echt die Anfänge der wirklich coolen Zauber. Wie sieht's aus mit Albert? Was kann der Herr Albert so? Oh ja. Ja. Auch nicht schlecht. Dann haben wir... Oh, du bist ja viel zu hochlevelig. Mit dir kann ich nichts anfangen. Mit dir auch nicht. Mit dir auch nicht. Also, ihr beide seid heiße Kandidaten. Und dann haben wir hier noch Crazy Yola. Yes, Arisen. Was machst du so den ganzen Tag? Crazy Shit machst du den ganzen Tag. Kennt sich gut aus mit diversen Kreaturen. Viele davon kennen wir noch gar nicht. Quests kennen sie sowieso. Überall kennen sie sich aus. Ich entscheide, wer die meisten Stunden hat. So machen wir das jetzt. 114 Stunden. Okay. Dann, was hast du? 20 Stunden nur. Und du? Ups, ich habe mich verdrückt, sorry. Nein, ich verdrück mich doch nur. 16 Stunden. So wenig Stunden. Dann hat wohl 114 Stunden Lady hier hinten gewonnen. Oh, du siehst mächtig aus. 114 Stunden Lady. Willkommen im Team. And I'm honored to travel with you.
114 Stunden, Lady. Ach, wenn ich doch nur meine alten Vasallen aus der Xbox 360-Version hier beschwören könnte am PC. Das wäre so schön. Die wären so mächtig. Hallo. Not as if I ever wanted to see down that cursed well in the first place. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich will, dass du diesen Teufelskeim nimmst. Needn't have. Wäre nicht nötig gewesen. Ich glaube, das hat ihm nicht besonders gut gefallen. Undankbar. Undankbar. Gehen wir. Wir müssen jetzt ein magisches Buch suchen. Und wenn wir dieses magische Buch in Händen halten, werden wir zum Fürsten gehen. Und werden zu ihm sagen, hey Fürst, da sind ganz schön viele Monster in deinem Land. Willst du nicht mal irgendwas dagegen machen, außer die ganze Zeit nur den Risen One rumkommandieren lassen von deinen Untergebenen? Und dann sagt er, du hast recht, ich zieh mir sofort meine besten Fechtstiefel an. Und dann packt er seinen Degen und seine Fechthosen und dann geht's los. Und los mit dir. Hey. Eben. So, haben wir es. Noch nicht ganz, aber jetzt. Cool. Okay. Dann weiter. Keine Zeit verlieren jetzt. Keine Zeit verlieren. Apropos keine Zeit verlieren. Wisst ihr was? Ich habe die super Anti-Zeitverlier Flüssigkeit dabei. Flüssiger Elan. So, und jetzt können wir sprinten, wie wir wollen. Als ob wir in den Städten wären. Ohne, dass wir Ausdauer verlieren. Zumindest für eine kurze Zeit. Nicht lange, aber immerhin. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Laufen, laufen. Einfach laufen. Schade, dass wir jetzt keinen Reisestein mehr haben. Den haben wir oben bei der heißen Quelle vergraben. Jetzt können wir da hinten wieder keinen vergraben. Das heißt, wenn wir das nächste Mal hierher müssen, müssen wir schon wieder mit zu Fuß gehen. Aber ja, gut. Hilft halt nichts. Der nächste Reisestein kommt, glaube ich, hier hinten irgendwo hin. In den Wald, glaube ich, zur Hexe. Oh, die haben ihre Steine wieder in Position gebracht. Die Diebe, die Bandiben. Whoop. Cool. Oh, die Steine sind zwar wieder da, aber die Banditen nicht. Die Steine sind wohl nur zufällig runtergefallen. Ich muss jetzt mal schnell die Mission aktivieren, sonst ist es wieder alles blöd. Tüte 25 Krähen, Chimären, Golems, Auge, bla bla bla. Aha, Foliant. Was ist denn das da eigentlich? Das sollte ich auch noch machen. Lieber, vorsichtshalber, oder? Hm. Naja, machen wir mal. Ich schätze stark, wir müssen da unten in die Burg. Ach, aber schön, dass die Menschen nicht jetzt schon wieder respawned sind. Die sind immer noch weg, zum Glück. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir können jetzt... Oh, du kennst die Quest. Aha, danke. Schön, dass du mir das gesagt hast, was auch immer genau das für Informationsgehalt hat. Ich glaube, wir sind jetzt hier bei der Festung. We walk in bandit lines. They suffer only allies to pass unchallenged. The goblins are we walk in them, boys. Lest we gave them all a wide berth arisen. Na komm her. Au, hey, geh gefälligst wieder weg. Ich war noch nicht bereit. Okay, ich höre auf zu zaubern. Macht gerade keinen Sinn, habe ich das Gefühl. Au. Aha. Das kann ich auch. Ach, der ist schon tot. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Gemein, gemein, gemein. Gemein, 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 gemein. Gemein, gemein, gemein. Hilfe! Danke. Au, 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 au. Hey, 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 hey. Kommst du her? Was zur Hölle? Ah.
Oh mein Gott, die Kombon, die jonglieren mich ganz schön durch die Luft hier, die Banditen. So, das war gut. Einen haben wir anscheinend noch irgendwo, oder? Da hinten wären schon die Nächsten. Meint ihr, das macht Sinn, da hinzugehen? Vielleicht haben die da irgendwie einen Schatz versteckt. Was? Ja, irgendwo ist anscheinend eh noch einer. Dann gehen wir auch gleich dahin. Ah ja, die kommen eh schon. Herkomm, alle zu mir kommen. Was mit dir? Willst du nicht mitkämpfen? Na gut, dann nicht. Au, die immer mit ihren super Rückstoßpfeilen. Ups. Birdrider stirbt dauernd. Birdrider, jetzt blamier mich doch nicht so vor den anderen Vasallen. Was sollen die denn denken? Bro, bra. So. Ist schon gut. Guten Morgen. Hey, Gold. So, die haben da tatsächlich eine kleine Schatzkiste stehen. Mal reingucken. Heilbrunnen. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Aber Erfahrungspunkte haben wir auch bekommen. Ha, der Kerl da hinten hat überhaupt nicht gemerkt, was los ist. Egal. Lassen wir den mal. Der hat uns nichts getan. Wir tun nun auch nichts. So tut keiner irgendwem irgendwas und alle sind glücklich. Ist doch auch schön. Weiß ich nicht. Warum bist du immer noch da? Das ist die Frage. Ich suche eigentlich ein magisches Buch, das ihr habt. Gebt mir das einfach und alles ist gut. Oh. Wer war denn das? Ach, da hinten steht einer, ein Bogenschütze. Ich habe mich schon gefragt, was gerade passiert ist. Danke. So, jetzt aber. Hi. Okay, anscheinend sind die Banditen hier im Lager nicht mehr aggressiv. Die sind jetzt unsere Freunde. Hello. Ach ja, glaubst du? Und was ist, wenn ich dir einen Totenschädel schenke? Dann mag er mich. Ich habe nämlich gelesen in der Item-Beschreibung, dass das ein gutes Geschenk für Diebe ist. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt hier ins Diebeslager gehen, nehmen wir lieber mal welche mit. Yes, let's speak with he who leads this band. Das ist nämlich die größte Band der Welt. 80.000 Mitglieder, jeder spielt ein anderes Instrument. Gleichzeitig. Hallo. Cool. Sadly, I've no mind to give it up. Nor do I have want of your coin. Now, if there were aught I wanted, and gold had failed, I would next try steel. Well, have you the metal, sir? Don't be... If I recall, there's a treasure chest atop this fort's tower. Aye, the Grimoire is here with me. That merits a proper thanks. Ach schau, er ist uns sehr dankbar. Woos hat uns gerade den Tipp gegeben, dass oben auf Top irgendwo, wenn er sich recht erinnere, eine Schatzkiste ist. Da gehen wir hin. Jetzt müssen wir irgendwie da hochklettern, denke ich. Mit dem Leader haben wir schon geredet. Der mag uns nicht besonders. Zumindest hat er keinen Bock. Zumindest hat er keinen Bock, irgendwas aufzugeben. Also das Buch aufzugeben, meine ich. Okay, wie hoch denn noch? Ah, guckt euch das mal an. Aha, ich hab das Buch. Cool. Ja, wie gesagt, sehr schade, dass wir jetzt hier keinen Reisestein haben, den wir hier vergraben können. Dann könnten wir immer wieder hierher kommen. Aber gut, die Banditenburg. Warum? Treasure, perhaps? Bandits, Master. Pray, be careful. Hä, wie? Aber die sind doch nicht aggressiv, oder?
'Tis a shame to part with such a rarity. If only we had two copies. Ha. Forgive me. Aber wir haben nicht zwei, wir haben nur eine. Meint sie, wir sollen den behalten, oder wie? Was haben wir denn hier? Lazarus-Splitter. Somit haben wir drei. Yes! Jetzt können wir gucken, ob irgendwer wirklich tot ist und wir irgendwen wiedererwecken müssen und was wir damit dann eigentlich machen, wenn nicht. Hier wurde schon geplündert. Soll ich nochmal mit dem Anführer reden? Au. Ich bin gespannt, ob der jetzt irgendwie sagt so, warte mal, what? Nimmst einfach mein Buch. Du machst unsere Banditen allen Ehre oder so. Nö, der sagt, dass das Grimoire immer noch in seinem Besitz ist, was gar nicht so ist. Haha, Loser. Tja, so ist es, wenn man von Dieben stiehlt, wenn man gestohlene Ware stiehlt. Ist es dann cool? Oder ist es uncool? Ist es egal, weil es eh schon gestohlen ist? Oder stiehlt man, wenn man vom Stehlenden stiehlt man dann immer noch? Oder hebt sich das auf? Tja, Fragen über Fragen, die wir heute nicht beantworten können. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass wir jetzt unseren ewigen Reisekristall nehmen, weil wir ewig jetzt hier wegreisen werden. Nach Grand Sauron, wo wir die Quest abgeben. Da wird sich aber jemand freuen. Let's return to Stefan. Tis a port crystal. Tis a port crystal. One can reach it from anywhere with the use of a magic. Sagt bloß, das ist ein Port Crystal. Damit habe ich ja jetzt echt nicht gerechnet. Hello, persons. So, ich bin gespannt, was diese absolut nicht zwielichtige Gestalt mit diesem unglaublich mächtigen Superbuch vorhat. Das sagenumwogene Buch Salmonets Grimoire. Bla bla bla. Jedoch nur ein einziges Mal, dann wird das Buch zerfallen. Man kann ein einziges Mal extrem mächtige Magie damit wirken. Dammit, jetzt würde ich es echt gern behalten. Gibt's einen Doppelgänger? Kann ich ihm eine Fälschung geben und das Original behalten? Ich hätte gern extrem mächtige Magie, die ich wirken kann. Ich weiß auch nicht. Soll ich ihm das wirklich geben? A masterworks all, you can't go wrong. Warum kann ich denn nicht? Was ist denn jetzt los? Ah, so. Nein, ich habe mich nur verdrückt, lieber Händler, Kerl. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Nein, stimmt gar nicht. Ich mag dich, Händler. I'm sorry. Ich habe es nicht böse gemeint. Niemand hasst dich. Ich will in Wirklichkeit eigentlich schauen, ob wir irgendwas verbessern können. Zum Beispiel das Schild hier auf Stufe 2. Katsching. Und den Helm. Nein. Okay. Oh, hier. Die Strumpfhosen können wir perfektionieren mit ein bisschen Greifenfittich. Sehr schön. Und die Schuhe auch. Sehr gut. Und die Tiara können wir zumindest auf Stufe 1 bringen. Okay. Na dann. Und hier im Lager können wir auch ein bisschen was verbessern. Zum Beispiel den hier. Ich hau einfach Geld jetzt raus. Ist mir egal. Alles, was geht, geht. Und was nicht geht, geht nicht. Und dann sind wir pleite und haben ein paar Rohstoffe weniger. So ist es eben. Aber wer weiß, ob man es nicht irgendwann mal noch braucht. Und dann freut man sich, dass man eine Stufe 3 rostigen Dolch hat oder so. Ne? Man weiß es ja nicht. Oder einen rostigen Bogen. Ein Spachtel. Aha. Meint ihr, man kann aus einem rostigen Bogen wieder einen richtigen Bogen machen mit genug Spachtel und Pflege? Vielleicht. Oh, wartet mal. Hier. Wächterkapuze. Stufe 1. Los geht's. Jetzt sind wir eh fast pleite. Viel können wir jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr machen. Lederkappe können wir noch super upgraden.
Die Wächterkapuze halt auf Stufe 2. So schnell kann man sein Geld loswerden. Ach verdammt, jetzt haben wir zwei Wächterkapuzen auf Stufe 2. Ich hätte erst alles was Doppeltes verkaufen sollen. Zu spät. Die Sonnenrüstung. Es hört sich so gut an. Warum habe ich die nicht? Warum trage ich die nicht? Scheinbar ist sie doch nicht so gut, die Sonnenrüstung. So, somit dürften wir jetzt endgültig pleite sein. Ciao. Endlich haben wir dieses ganze nutzlose Geld endlich weiter. Ja, jetzt geben wir das Buch ab. Oder? You have the Maker's patience, sir, and I thank you for it. I've made up my mind. Though it twist my heart to breaking, we are in no place to defy Fornival's will. I am my husband's wife in all things. Pray, tell him I will follow whatever path he chooses. Aha. Nebenbei können wir die Quest auch gleich noch machen. It seems my wife and child are as yet. Ach so, ich muss wahrscheinlich noch mit seinem Sohn reden. Aber jetzt erstmal mit dir. Hallo. Salomet was a scholar, the leader of a council of sorcerers. Ja. Guck hier, super Buch für dich. Yes, this is it. It wears a humble look, but there's an aura of such power about it. My thanks, sir. Truly, in the future. I feel more familiar with this quest. Because mankind e'er fears that which it does not understand. It was a tome of considerable power. We dread the unknown, and ill know how to respond. Magic, at its heart, is the trans... It. Ich hoffe, du machst keinen Unfug damit. So, wie sieht's denn aus? Ah ja, wir müssen jetzt leider schon wieder Schluss machen mit der Folge heute. Die Mission hier machen wir beim nächsten Mal noch schnell. Wir müssen im Grunde jetzt einfach nur noch mit... Genau, wir müssen noch mit dem Young Pip reden. Und wenn der sagt, komm, wir verlassen jetzt unser altes Haus und gehen in unser neues Haus und alles wird gut, dann sind alle glücklich, oder? Weil ich hätte eigentlich gesagt, ich vertreibe die jetzt nicht aus ihrem Haus, nur weil irgend so ein Kapitalistenschwein sagt, aber ich habe jetzt mit denen geredet und wenn die sagen, ja, ja, es passt schon, wir packen jetzt einfach und suchen uns was Neues, so wichtig ist es auch wieder nicht. Ach, dammit, stimmt, Young Pip sitzt ja da oben auf dem Dach und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Oh doch, ich habe eine Ahnung, wie wir hinkommen sollen, neuerdings. Aha, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das machen. Warum ist es eigentlich so diesig? Es ist heute anscheinend schlechtes Wetter in der Dragon's Dogma Welt. Das machen wir jetzt hier noch schnell. Ich habe jetzt einen Plan. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oh, das könnte knapp werden. Kann ich hier aufs Dach vielleicht irgendwie... Oh, das sieht vielleicht sogar kletterbar aus. Aber hier wird's eng. Ah, es sei denn, wartet mal. Ja. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher. So, Achtung. Yeah. Yeah, na komm, Junge, jetzt reden wir mal. No, my mind is made up. Now stop chasing me, just leave me be. Nein, wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Nach dem, was ich gerade... Young Pip is near the aqueducts, like as not. Ist wahrscheinlich beim Aquädukt, wirklich. Crazy. Leute, wir müssen jetzt hier leider kurz die Folge beenden. Morgen machen wir das schnell fertig und dann gehen wir endlich zum Duke und gehen auf den Hof und schauen mal, was da so los ist. Ganz neue Questgeber, ganz neue Action-Sachen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.